Theaterkolonnaden am frühen Abend des 30. April. Eröffnung der alljährlichen Maifestspiele des Wiesbadener Staatstheaters mit der Uraufführung von Beatrice von Ernst August Klotzke. Wie fühlt sich die Festspieleröffnung mit einer Eigenkomposition an? Ach, das ist ein ganz tolles Gefühl. Und ich arbeite ja einige Jahre schon zusammen mit der Wiesbadener Musikakademie und deren Blechbläser Joachim Tobschall. Weiß meine Musik da in den besten Händen, und zwar dieses Jahr schon was Besonderes für mich, dass unsere Sopranistin Sharon Kempton sich auch bereit erklärt hat, an dieser Uraufführung als Sängerin teilzunehmen. Am Ursprung der Maifestspiele stand Festspiele auf allerhöchstem Befehl von Kaiser Wilhelm, der mit dieser Verfügung die Maifestspiele sozusagen begonnen hat. Und ich denke, das war ein sehr vernünftiger Befehl gewesen, wenn man sich anschaut, was allein in den Jahren, in denen wir zusammen die Maifestspiele überblicken, was dies für unsere Stadt jedes Jahr alljährlich bedeutet. Haben die Eröffnungsbesucher bestimmte Vorlieben bei den Maifestspielen? Also Sie müssen mich eigentlich immer fragen, wo ich nicht dabei bin. Na gut, wo sind Sie denn nicht dabei? Bei einigen modernen Balletten, weil ich lieber die Klassik habe. Ansonsten habe ich, glaube ich, ziemlich alles gebucht, was geboten ist. An Schauspiel, Oper, Ballett, Zirkus, Varieté, alles. Maifestspiele sind eine Mischung von internationalen Gastspielen und eigenproduziertem. Es sind die wichtigsten Solisten der Welt, die hier zusammenkommen zu einer Ballettgala. Wir haben spannende Schauspiele, wir haben ein großes Operngastspiel aus Turin, Programme für junge Leute, wir haben die junge Woche. Wichtig ist, dass das Festival viele Facetten hat und vor allen Dingen, dass uns die Leute vertrauen, dass sie wissen ja in den seltensten Fällen, was hier auf sie zukommt, aber sie sind neugierig genug, in großer Zahl zu uns zu kommen, und das macht uns stolz. Was also erwartet die Besucher der Maifestspiele? Schöne, spannende Festspiele, ich sag wieder selber wie jedes Jahr. Das Tollste, Aufregendste und Schönste.